Ja, und hier ist die Lösung. Es gibt, wie schon gesagt, hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kanonen, die nicht aktiviert werden sollen, und eine Kanone, die aktiviert werden soll. Ich fange an bei 30 Sekunden. Ich zeige einfach mal kurz, was hier die Lösung ist. Bevor ich es einfach mache und hier keine Ahnung habe, was ich hier treibe und dann das Ganze langweilig wird. Ich werde hier mehrfach in der Zeit zurückreisen. Man sieht hier auch rechts keine Anzeige von Uhrblättern oder Ziffernblättern. Das heißt, ich kann beliebig oft in der Zeit zurückreisen. Und ich werde in jeder einzelnen, naja, bei jedem einzelnen Mal mir so einen Block schnappen. Mit dem ersten hier die untere Kanone blockieren, mit dem nächsten die zweitunterste, mit dem nächsten dann die drittunterste und so weiter. Das Ganze fünfmal, dann reise ich ein letztes Mal zurück und werde alle Kanonen abfeuern. So, dass die oberste den Himmelslift freilegt, aber die unteren fünf hier keinen Unsinn bauen. So, jetzt bin ich so viel rumgeflogen, dass der Level wahrscheinlich nur sehr schwierig machbar sein wird. Ihr werdet gleich sehen, warum. Das wird ein bisschen lustig. So, ich muss kurz nachdenken. Ich werde 1, 2, 3, ich werde 5 Mal in der Zeit zurückreisen. Das heißt, ich werde jetzt bei 30 Sekunden anfangen. Der nächste kommt um 35. Also ich muss immer Abstand von 5 Sekunden, das sollte passen. Der nächste kommt um 35. Der nächste kommt um 40. Dann einer um 45 und einer um 50. Gut, dann kann ich bei einer Minute, bei exakt einer Minute und 5 feuere ich ab. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt streife ich den Block hier ab. Werde natürlich nachher, wenn der Block zerschossen wurde, nicht so tief sinken und dementsprechend immer noch hier sein. Aber das in die Ecke fliegen funktioniert in beiden Fällen natürlich, mit und ohne Block. Und jetzt bin ich ohne Block oben in der Ecke gewesen, werde nachher ohne Block oben in der Ecke sein. Und deswegen ist das Ganze jetzt paradoxonfrei. Das Ganze werde ich mit den weiteren Robotern genauso machen, nur dass die eben warten müssen, bis die jeweils vorherigen entsprechend dann aus dem Weg sind. So, jetzt schnell hier raus. So, 15, 16 und da hinterher. Noch Platz machen für den dritten. Bei 30 Sekunden geht's los. Wollte ich bei, ich glaube, bei einer Minute und 5. Ich sehe aber gerade so bei 50 Sekunden könnte ich es auch tun. Ziehe ich doch mal auf die 50 Sekunden ab. Und lass mir die Minute 5 aber trotzdem noch als Möglichkeit offen. So. Für alle Fälle. Falls ich bei einem der oberen. Ja, genau, jetzt fliegt er da hoch. Das kann ich hier abstreifen. Und hier in die Ecke fliegen. Und mit dem hier auch wieder paradoxonfrei zur Zeitmaschine fliegen. Es ist so schön, dass der Propeller nicht nach wenigen Sekunden den Geist aufgibt. Sekunden gereist. Das heißt, ich werde jetzt zu 10 Sekunden zurückreisen. Erstmal schnell machen, damit es schnell zurückläuft. Und dann so bei 20, 30 Sekunden werde ich auf langsam schalten. Damit ich die 10 auch erwische. Jetzt habe ich die 11. Schnell aus dem Weg. Und hinten dran. Nicht schieben, ganz wichtig, nicht schieben. Weil sonst die Roboter entsprechend ein bisschen in der horizontalen
naja, eben nicht mehr da sind, wo sie sein sollten, und das kann gerade bei so engen Kunstflugstücken leider zu ungeahnten Konsequenzen führen. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die 50 Sekunden gepasst haben, aber ich denke nicht. Also werde ich hier wieder die 1 Minute 5 anpeilen, dann passt das. Das sollte auch für die nächsten beiden noch ausreichen. So, jetzt wieder das Abstreifen. Genau das gleiche wie die letzten beiden Male auch. Die beiden noch kurz lassen. Nicht in die Quere kommen. Und wieder zurück. Und hier auch nicht zu lange runterfallen lassen, ohne den Propeller zu betätigen. Weil sonst die Geschwindigkeit nicht so groß wird, wenn man zu spät dann den Propeller anschaltet, dass der Roboter trotzdem unter den unteren Bildschirmrand fällt und tut das. Das ist ja blöd. Aber die ganze Arbeit umsonst gewesen, ne? Das will man ja nicht. Komm, schneller. 11 Sekunden waren es, also jetzt zu 16. Schön. Ja, der fliegt ja direkt mit rein. Aber auch nicht. Und ich sehe gerade, die 50 Sekunden, die werden nicht funktionieren. Das ist hier schon zu knapp, das wird bei dem nächsten erst recht zu knapp. Aber die Minute 5, die klappt. Das wird was. Letzten Endes ist es egal, ob ich den Block dazwischen packe oder den Roboter. Bloß wenn ich halt wenn der Roboter halt abgeschossen wird, dann habe ich halt leider ein Paradoxon erschaffen. Und das kostet wieder eine Minute später und. Das ist einfach so unbefriedigend, die Rätsel nur mit Paradoxa zu schaffen. Würde ich gerne ohne probieren, aber würde ich gerne ohne schaffen vor allem. Ja, nicht dem in den Weg kommen. Ne, nicht dem in die Quere kommen. Und auch nicht dem in die Quere kommen. So, jetzt. Na. So, mal kurz rüber, damit er auch ganz sicher hier ist nachher. Und jetzt sollte er auch ohne Box, ohne Block tatsächlich in der Ecke oben gewesen sein. Das heißt, auch das hier wird nachher, dieser Teil wird nachher wieder genauso aussehen. Und jetzt abstellen und schnell. 11 Sekunden, 16 Sekunden. Dann ist das nächste Ziel die 21. So, 25, 24, 22, 21. Das sollte jetzt die vorletzte Zeitreise gewesen sein. Die nächste geht dann gemütlich zu, boah, so 30 Sekunden oder so. Ganz ohne Kollisionsgefahr. Das ist Ziel nur noch bei 1 Minute 5, den Schalter oben zu rücken. Um die Schüsse auszulösen. Was zum Henker war das gerade? 1 Minute 5, Mann, beeil dich! Versau's nicht! Nein! 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 Minute 12, könnte klappen, aber nur mit Paradoxon. Egal, den Versuch ist es mir wert. Das probiere ich einfach aus. Dann habe ich halt doch ein paar Paradoxa. Egal. Was soll's. Besser als gar nicht gelöst jetzt. Na? Nein, nein, nein!
Egal, egal, egal. Macht nix, macht nix. Bis dahin bin ich schon lange raus. Huiuiuiui. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Ich mache wieder schneller, dann bis hier unten. Damit es schnell durchläuft. 11 Sekunden, 16 Sekunden, 21 Sekunden. Und die nächste Reise geht dann zu 30 Sekunden und ist hoffentlich die letzte. Ja, dieser Level ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ist vor allem langwierig. Ich finde, man hätte das mit 2, 3 Schüssen weniger auch machen können. Dann wäre das Ganze nicht so ätzend, wenn man einen kleinen Fehler macht. Was war's? 1:12, ne? Sowas? Also, da muss ich ja gar nicht so weit zurück. Das ist auf jeden Fall zu früh hier. 4, 5, 6, 7, 11, 12. Einen hat's erwischt. Die interessante Frage ist jedoch, hat es auch das Sicherheitssystem aktiviert? Nein, hat es nicht. Schön. Das heißt, ich habe zwar ein Paradoxon erschaffen, aber der Weg ist frei. Und damit sollte dieses Level... Ach so, nein, der Lift ist natürlich außer Gefecht gesetzt, weil die zentrale Liftintelligenz natürlich getötet wurde. Aber hey, der Helikopter funktioniert. Der Propeller funktioniert. Mit den erhöhten Energieleveln. Und meine Güte, 3 Paradoxa. Egal. Level geschafft. Mit einem neuen Rekord sogar. Trotz 3 Minuten Strafe. Wow. Und das ist auch, glaube ich, schon wieder eine komplette Folge, so wie das aussieht. Mit 17 Minuten, minus 3, 14 Minuten, 14,5 Minuten. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.